Sehr schön, es startet. Wir warten wahrscheinlich noch ein bisschen, oder? Bis noch ein paar Leute mit reinkommen. Wir können ja schon mal mit so ein bisschen Smalltalk beginnen, Ben. Ja, normalerweise sitze ich hier nicht, ne? Normalerweise bist du im Essen, heute bist du da, total schön. Willkommen hier bei uns in Falkenberg. Ich bin mal sehr froh, wenn du da bist. Aber sonst sitzt da ja auch der Carsten. Mütze stimmt, Bart ungefähr. Ungefähr, ja. Genau, der hat ja einen. Ich finde, das ist ein triftiger Grund, heute nicht da zu sein. Eigentlich wahrscheinlich einer der wenigen Gründe, heute nicht da zu sein, der legitim ist. Und zwar hat der Carsten und seine Frau, die haben Nachwuchs erwartet. Gestern geboren und Carsten und die Familie, die genießt jetzt den Beginn der Elternzeit und das einander kennenlernen. Ich finde, das ist ein total schöner Grund. Ich habe mich total gefreut, Ben, heute auf den Tag. Wir hatten schon einige Meetings heute, Ben und ich, mit potenziellen Partnern, mit allen möglichen Leuten und haben immer wieder davon erzählt von heute Abend und jedes Mal hat sich die Vorfreude so gesteigert. Für mich fühlt sich's nicht an wie ein Pflichttermin, sondern so ein bisschen wie ein Abend mit Freunden. Und das hat auch damit zu tun, dass wir ganz viel tolles Feedback bekommen haben. Ganz viele mutmachende Worte und auch beim letzten Mal fand ich der Talk im Februar ist so richtig schön gewesen. Ja, es gibt ja noch so einige Neuigkeiten, die uns so bewegen. Aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz, bevor wir aufs Schiffbruch kommen, die anderen Projekte, wo wir gerade dran sind, vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen und dann schwenken wir zu den ersten Fragen. Das machen wir. Genau, ein super spannendes Projekt, worauf wir so richtig, also ich finde, in dem Jahr ist schon so viel passiert. Wir haben das Crowdfunding fürs Schiff von 8 gestartet. Wir hatten im letzten Jahr, irgendwie gehört es für mich zu diesem Jahr noch ein bisschen dazu, die Shift-Kopfhörer, die Shift-Sound entwickelt und auf den Markt gebracht und haben alle verschickt. 13MI hat viele Fortschritte gemacht und jetzt ganz frisch die Shift-Screens. Das heißt, das erste Mal in der Shift-Geschichte sind wir in der Lage, einen großen Display herzustellen. 27 Zoll OLED-Display. Mit Und Touch. mit Touch und Stifteingabe. Ich freue mich schon unglaublich auf dieses Produkt. Deshalb haben wir gedacht, wir teilen das nochmal hier mit euch. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Im Newsletter haben wir es beschrieben. Kann man schon vorbestellen. Läuft auch gut an. Wir sind zufrieden. Und ist, glaube ich, was das 13MI, aber auch eigentlich jeden anderen Rechner total bereichert, weil du einen großen Screen hast, dem du super flexibel arbeiten kannst, Touch hast, Stifteingabe hast, richtig ordentlich auf einer großen Fläche zeichnen kannst. Ja, vor allen Dingen Richtig ist es fein. auch so, die ersten Schritte oder die nächsten Schritte für unser Zukunftsprojekt. Also auch für die Leute, die vielleicht uns schon länger verfolgen und so. Bei dem Shift-MU, bei dem Universal Computing-Projekt, denken, geht da gar nichts weiter. Das 13MI und jetzt auch das Schiff von 8, bei allen Sachen haben wir immer noch so unseren Zukunftsprojekt so im Fokus. Und der Screen ist einfach so das Element, was uns da einfach noch fehlt, oder was auch nochmal ein weiterer Schritt dafür ist. Genau, jetzt geht es um das Thema Shift von 8. Vielen Dank euch für die ganzen Fragen, die ihr eingereicht habt. Ist eine ganze Palette. Wir werden versuchen, es so spannend wie möglich zu halten. Wir haben schon die Fragen, die sich ähneln, zusammengefasst. Also wenn ihr jetzt nicht wortwörtlich eure Frage wiederfindet, hoffen wir, dass wir es gut zusammengefasst haben. Sollte irgendwie noch eine Frage fehlen oder irgendwas untergegangen sein, könnt ihr die Fragen natürlich im Nachgang noch stellen. Das quasi hier in dem Chat mit reinschreiben und der Jan sammelt alles und wir hoffen, wir kriegen das wieder gut hin. Daniel, wie gehabt, auch wieder. Ja. Willkommen, Daniel auch. Ich bin auch wieder dabei. Grüße aus dem Süden Deutschlands. Ja, ich war heute Morgen, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, wir hatten noch nicht so viel Zeit heute. Ich war hier in der Gegend in der Schule und habe da über Shift erzählt und eingeladen, heute Abend hier zu sein. Okay. Livestream. Ich grüße alle, die heute Morgen schon über Shift was gehört haben und jetzt heute Abend noch mal reinklicken. Cool, dass ihr da seid. Sehr schön. Willkommen. Bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, einen letzten Punkt noch, wie es ablaufen wird. Fragen könnt ihr alle noch stellen. Wartet vielleicht im Chat noch mit den ganzen Fragen, bis wir so ein bisschen den Anfang mal durchgegangen sind. Vielleicht sind eure Fragen schon da, aber ansonsten auf jeden Fall gegen Ende
eure Fragen noch stellen. Und wir werden auch diesmal noch interaktiv, während wir hier mit euch sprechen, bei ein, zwei Themen, werden wir noch Umfragen starten direkt. Wir haben ja im Vorfeld schon ein paar Umfragen gemacht. Das war echt krass. Über 600 Leute haben uns Rückmeldungen gegeben, so zu ein paar Komponenten und so. Aber hier werden wir auch mal Live-Umfragen machen. Also verfolgt den Chat und dann könnt ihr uns direkt hier live Feedback geben. Das finde ich der Hammer. Sind ja knapp 700 Leute. Ja. Wo ich mir denke, boah, wir sind jetzt bei 1500 Vorbestellungen. Mhm. Das sind über die Hälfte an Leuten, die Feedback gegeben haben und das nicht, ne, und das wirklich sehr motiviert. Das finde ich super krass. Also vielen Dank euch fürs Feedback. Das hilft uns enorm in der Entwicklungsarbeit und gibt uns auch so das Gefühl, hey, wir machen das nicht alleine, sondern ihr macht mit, ihr wirkt mit, ihr gebt uns Feedback. Wir können uns auch darauf verlassen, dass ja, dass da wirklich auch was Gutes kommt. Und das ist eine gute Überleitung zu den Fragen, weil da sind echt viele gute Fragen mit dabei. Und ich habe die Aufgabe, so ein bisschen zu moderieren. Ich bin ja nicht Experte in allen möglichen Bereichen, sondern nur so ein, ich sag mal, Brückenbauer oder ein Moderator in dieser Geschichte. Deshalb haben wir dich da, Ben, und den Daniel, die da ganz tief in den Entwicklungsthemen drin sind. Und ich werde euch dann so ein bisschen die Fragen zuspielen. Fangen wir an. Die erste Frage, also wir haben verschiedene Themenkomplexe. Erster Themenkomplex wäre Thema Display, haben wir uns so gedacht. Und die erste Frage bezieht sich auf die Auflösung des Displays. Da schreibt einer oder eine: Ich würde mich allerdings auch freuen, wenn es mindestens 1080p, also Full-HD-Auflösung hätte. Steht die Auflösung schon fest? Ben, steht die denn schon fest? Ich gebe das mal an Daniel weiter, weil Daniel hat noch nicht so viel geredet und außerdem ist er mit einer von den Leitenden in unserem Entwicklungsteam. Ja, ich nehme die Frage gerne auf. Also wir haben euch schon mit reingenommen, als wir vor 2 Monaten gesprochen haben hier, dass wir planen, 2 verschiedene Displays zu realisieren. Das heißt, ein Phone, das Shift Phone 8, wird mit war die Idee, mit 2 verschiedenen Technologien ausgestattet als Display. Einmal IPS-Display, eine klassischere Technologie, und dann neuere, ist auch nicht mehr ganz so neu, aber eine OLED-Technologie, wo das einzelne Pixel leuchtet. Und es ist jetzt so, dass wir uns in den letzten Wochen da nochmal viel mit beschäftigt haben und können euch heute sagen, dass wir die 2 Displays realisieren werden. Also so sieht es jetzt gerade aus. Da gehen wir gerade die nächsten Schritte. Das zieht schon auch einen Rattenschwanz mit sich, weil wir einiges anpassen müssen, dass das von den Hardware-Komponenten auf der Platine möglich ist und so weiter. Aber das sind wir auf jeden Fall dran. Die Frage geht zur Auflösung. Die 1080p, die werden erreicht, sowohl mit dem IPS als auch mit dem AMOLED-Display. Sehr cool. Vielen Dank. Du hast jetzt schon ein paar Themen mit angerissen, die jetzt in den nächsten Fragen auch mitkommen. Und zwar einmal eine Frage zum Format noch. Da hat ihr das noch nicht beantwortet. Welches Format haltet ihr für das Shift Phone 8 für optimal und aus welchen Gründen? Welches Format? Hochformat. Nee, also grundsätzlich ist es so, wir sind ein Stück weit abhängig davon. Also wir lassen ja kein, also je nachdem, wie du jetzt drin bist im Thema, der du da zuschaust, wir können kein Display so zeichnen, wie wir es wollen und dann sagen, macht uns das, stellt uns das her, da sind wir zu klein, da haben wir zu wenig Stückzahlen, die wir produzieren wollen. Dann ist es tatsächlich so, dass wir ein bisschen gucken müssen, mit welchem Display wir planen. Und da gibt es immer noch genug Aufgaben zu tun, aber wir nehmen dann ein bestehendes Display, machen da Anpassungen, dass das dann kompatibel ist für unser Gerät. Grundsätzlich kam immer wieder auch der Wunsch von euch, dass es kleinere Geräte geben soll. Wir bewegen uns jetzt gerade beim Shift von 8 auch auf die 5G-Technologie zu, die wir jetzt erstmalig implementieren werden. Und die braucht unglaublich viel mehr Antennenraum. Entsprechend können wir nicht ganz so klein werden, wie sich manche das gerne wünschen. Also das ist die Frage. Wenn ich da mal einhaken darf, so vom Feedback, ist es so, das haben wir auch gemerkt, dass kleinere Displays zwar immer wieder mal angefragt werden von Personen, aber das, was die Leute dann kaufen, sind eigentlich die größeren. Und das sind ja nicht nur unsere Erfahrungen, sondern auch die Erfahrungen, die viele andere Hersteller machen.
Ja, wurde teilweise auch die letzten 3, 4 Jahre immer mal wieder ein Produkt auf den Markt gebracht, das aber dann gar nicht solche hohen Verkaufszahlen hatte. Und dann wurden die Fonds auch nicht mehr weiterentwickelt oder nächste Generation gebracht. Ja, dann ist noch eine Frage, werden die Displays vom 6MQ und dem Shift 8 kompatibel zueinander sein? Das übernehme ich mal, Daniel. Eigentlich haben wir uns das gewünscht. Der Traum war irgendwie, lasst uns doch eigentlich bei dem kompletten Formfaktor bleiben, wie beim 6MQ. Da können wir Bumper weiterverwenden, da können wir das ganze Zubehör, das Housing, können wir alles reinpacken und nur die neue Hardware reinpacken. Leider ist es halt, wie Daniel das schon bei den Displays gesagt hat, schwierig, dass wir können ja die Displays nicht komplett gestalten, und jetzt waren die Displays, die wir jetzt nehmen können, die jetzt wirklich geeignet sind, sodass wir IPS und AMOLED gleichzeitig ermöglichen können. Die waren aber leider nicht in dem Formfaktor, dass das Housing gepasst hätte. Dann hätten wir zu dicken Ränder gehabt oder andere Ränder. Das hätte nicht gepasst. Deswegen mussten wir da ein anderes Gehäuse wählen. Ergo ist halt das auch das Display nicht so, dass es für 6MQ passt. Aber wir sind gerade noch dabei, nochmal vermutlich oder eventuell werden wir noch ein cooles neues Display für 6MQ nochmal auflegen, aber dazu später an anderer Stelle. Ja, die nächste Frage wäre, falls IPS und AMOLED angeboten wird, kann man diese beliebig tauschen oder ist die Wahl für das Gerät langfristig bindend? Das kann ich sogar beantworten. Kann man tauschen, da kann man während... Also du kaufst ein Gerät und kaufst es meinetwegen mit einem AMOLED-Display, merkst aber irgendwann, nee, ich will lieber IPS, und kannst dann wechseln und das einfach draufpacken. Dann, Daniel, noch eine Frage an dich. Wäre es nicht möglich, für ein OLED-Display ein Display mit Digitizer à la Samsung Galaxy Note-Serie zu entnehmen, also mit einem extra Stift? Also es ist eine interessante Frage. Also wir hatten da auch drüber gesprochen und haben uns überlegt, euch da auch zu fragen, ob das, ja, was ihr drüber denkt. Unser Eindruck war, es ist gar nicht mehr so notwendig. Das Fingertouch funktioniert so gut. Das war jetzt unsere Überlegung, aber wir würden gerne die Frage ausspielen oder zurückgeben auch an euch. Genau, wir würden eine Umfrage mal machen. Ich würde noch kurz was gerne dazu sagen, Daniel. Was ich nämlich gedacht habe, während du eben gesagt hast, wir haben ja den großen Shift-Screen, den wir machen. Und da kann man ja auch mit Typ C einfach das Smartphone dran packen. Das heißt, man hat ein wirklich richtig cooles, großes Display, mit dem man wirklich richtig gut mit dem Stift arbeiten und zeichnen kann. Ich persönlich als Designer oder als jemand, der halt viel auch grafisch am Rechner arbeitet, finde das irgendwie auch attraktiver. Also ich merke, diese kleinen Displays sind jetzt nicht wirklich so, dass ich darauf arbeiten wollen würde. Einfach weil ich für Details einfach viel mehr Fläche brauche. Aber wir spielen mal die Umfrage raus. Mhm, genau. Jan, du schießt die gleich los in den Chat. Ja, dann war noch eine Sache, und dann sind wir mit dem Display, glaube ich, auch im Groben erstmal durch. Ob beim Shift Phone 8 das Display mehr als 60 Hertz unterstützt. Wir sind da in den Spezifikationen, in den Details. Gerade vor kurzem haben wir so die Entscheidung getroffen, dass wir wirklich die zwei Displays auswählen können. Daniel, du hast doch, glaube ich, die genauen Daten. Kannst du was dazu sagen? Ja, wir werden mehr als 60 Hertz unterstützen. Und zwar 90 Hertz ist der aktuelle Stand. Die Hoffnung besteht, ob wir vielleicht auch noch 120 hinkriegen. Aber also die 90, die stehen wohl fest. Ja. Nächster Bereich ist Akku, Aufladung. Erste Frage ist, wird das Shift Phone 8 Quick Charge unterstützen? Und wenn ja, welche Version? Genau, das glaube ich, können wir schnell beantworten, damit wir zu den anderen Sachen kommen können. Ja, wird es auf jeden Fall. Quick Charge 4 Plus wird es unterstützen. Sehr gut. Aber die nächste Frage, Sammy, ich glaube, das ist auch nochmal so ein emotionales Thema auch. Wird induktives Laden möglich sein? Ich sag mal so, ich bin kein großer Fan vom induktiven Laden, einfach weil 30% der Energie verschwendet wird. Sprichwörtlich wird in die Luft geblasen, weil es so ineffizient ist. Das ist ganz schön viel, finde ich, 30%. Deshalb haben wir bisher bei unseren Fonds das nicht angeboten. Wir hatten mal den Gedanke, ob wir das modular nachrüstbar machen können für unsere Fonds, weil für manche Anwendungen macht es ein bisschen Sinn. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie im Auto ist und das Smartphone dann da in diese induktive Ladeschale legen kann, das ist komfortabel. Wenn es möglich ist und wir das hinkriegen, machen wir das, aber es ist nicht im Fokus, oder?
Ja, also es ist ja auch so ein bisschen so, dass das auf dem Bauraum ankommt. Also wir haben so viele Sachen, da kommen wir auch an ein paar Punkten noch drauf, dass wir echt mega viel, was das Smartphone heutzutage kann, auch mit 5G und so weiter, da wird so viel Platz verbraucht oder gebraucht, dass wir möglichst die wichtigen Sachen auch richtig gut umsetzen wollen. Und da gucken wir, also die, im Moment ist es noch vorgesehen, dass wir die Möglichkeit machen und auch so modular, dass jemand sagt, wenn ich es nicht will, habe ich jetzt ein Backup, wo die Antenne nicht drin ist, wo es überhaupt gar nicht funktionieren kann. Ja. Aber falls wir platzbedingt, um Wasserdichtigkeit, um andere Sachen hinzukriegen. Ja, und auch nicht so ein globiges, dickes Form. Ne? Genau, und zugunsten dem, wenn wir die Ziele, um die anderen Ziele zu erreichen, würden wir eventuell darauf verzichten. Aber im Moment ist es noch nicht rausgeflogen. Die letzte Frage zum Thema Akku. Wie sieht die Akkulaufzeit aus? Ich habe mal. Sorry, ich habe hier zwei große Monitore und ich bin am Fenster hin und her schieben. Und es war jetzt gerade der Mute-Button versteckt. Also grundsätzlich haben wir das schon immer im Blick, dass unsere Fonds natürlich auf jeden Fall den ganzen Tag, also Arbeitstag plus Freizeit, das aushält. Man kann das Projekt nicht so angehen, dass man sagt, Akkulaufzeit ist das Nonplusultra und wir ordnen alles unter. Wir haben das als hohen Stellenwert schon mit drin, aber wir können es jetzt noch nicht ausrechnen, wie viel Akkukapazität es tatsächlich haben wird, unser Schiff von 8. Und die Kapazität kennen wir ja schon, weil das ist ja der Akku vom Schiff 6 im Q. Richtig, genau. Und die Laufzeit wird man nicht. Ne? Also danke für deinen Zwischenruf. Das ist genau der Punkt. Also wir haben den Formfaktor, das war gesetzt, dass wir den gleichen Akku verwenden wollen. Und es wird auch so umgesetzt, da sind wir dran, das zu implementieren. Also ich bin da gerade sehr viel auch im Gespräch und Austausch als Produktdesigner, 3D-Anpassungen, die ich mache, die ich dann dem Ingenieur gebe. Und wir spielen den Ball so hin und her und gucken, dass wir da jetzt in den nächsten Wochen das Final festzurren. Aber genau, wie du sagst, also das hängt von vielen Faktoren ab, wie die einzelnen Komponenten Strom verbrauchen, wie die Softwareoptimierung ist. Und deswegen, als lässt sich jetzt einfach noch nicht sagen, wie lange das tatsächlich laufen wird. Ich wollte noch mal sagen, also das war mir noch wichtig, noch mal hervorheben. Samu hat das nur in so einem Nebensatz gesagt, ach ja, das ist ja der Akku vom 6MQ. Da würde ich gerne einhaken, eigentlich, und das wollen wir auch vom Naming im Shop demnächst ändern, dass es nicht mehr der Akku vom 6MQ ist, sondern es ist unser Shift Universal Akku, also universeller Akku, und zwar, wie wir es eigentlich kennen schon in der Welt. Du gehst in den Supermarkt und kaufst dir eine Batterie für deine Kamera früher. Einfach einen Akku, aber du könntest tauschen miteinander, egal welche Kamera du hattest. Und das ist das, was wir eigentlich cool finden, auch sowas für Smartphones einzuführen. Deswegen bleiben wir jetzt auch gerade auch beim Schiff von 8 bei der Batterie, weil wir wollen, dass alle unsere Produkte eine einheitliche Batterie hat. Das hat auch einen Vorteil, nämlich, dass wir bei alten Produkten frische Akkus haben. Weil wir ja beim Schiff von 8 zum Beispiel, wenn wir jetzt da Batterien produzieren wieder dafür, können die auch beim 6MQ benutzt werden. Und so können halt dann auch ältere Geräte in Zukunft frische Batterien bekommen. Wir können dann sicherstellen, weil wir eine einheitliche Batterie haben. Und dieser Standard, den machen wir frei und offen, dass einfach jeder Hersteller das nutzen kann, wenn er möchte. Und dann vielleicht können wir das prägen, das einfach in Zukunft. Auch Markenhersteller übergreifend wir einen Akkutyp haben. Das wäre grandios. Und auch wenn neue Akkutechnologien rauskommen, das finde ich halt auch cool, ne? Wenn man sagt, hey, Lithium-Ionen ist irgendwann einfach überholt. Es gibt neue Technologien, dass man dann eben auch auf neue setzen kann und das dann eben auch für alte Shift-Phones. Gleichen Formfaktor, mehr Kapazität, das wäre ja mega. Ja, sehr schön. Daniel, du wolltest aber noch was einhaken. Wenn du den Mute-Button gefunden hast. Ja, ich habe ihn. Ja, ich wollte gerne weitermachen mit dem nächsten Bereich. Da geht es um die Kamera und die Kameraaussparung. Und das ist ja ein Punkt, der schon auch stark vom Produktdesign geprägt ist. Und die Frage ist, wie groß wird die Aussparung tatsächlich? Und da gibt es natürlich ein bisschen verschiedene Herangehensweisen in den letzten Jahren,
wie die ganzen Hersteller auch das lösen mit ihren Phones. Und ich würde gerne einfach das mal zeigen, wie wir das mit den Displays, die wir jetzt ausgewählt haben, wie wir das da lösen wollen. Wir freuen uns, wenn wir die Bilder sehen können, Daniel. Und im Newsletter, also einige, die das Newsletter schon gesehen haben, haben wir schon mal einen ersten Blick gesehen drauf. Genau, also das ist eben der Ausschnitt der Kamera, die oben zentral in der Mitte angeordnet ist und in Form einer Welle eben da eingebunden ist in das Display. Und uns war das einfach wichtig, dass wir das auch von den Ecken her, den Eckenradius, dass wir da den Gesamtradius des Phones, dass wir das anpassen auf die Display, den Displayradius, dass das eine gute Einheit wird. Wir sehen jetzt hier einen Vorabentwurf. Wir sind aktuell schon einen kleinen Schritt weiter in Sachen Ausstattung. Da kommen wir später darauf noch zu sprechen, Ben. Die Tasten, die sind jetzt hier noch platzhaltermäßig vom Shift 6MQ. Da sprechen wir aber nachher nochmal drüber, was wir da schon entschieden haben. So viel zum Teilen. Und zu der Kamerafrage. Gibt es zur Kamera gerade aktuell noch Fragen, die per YouTube reinkamen? Ja, wenn wir zu die vorlesen. Genau, Daniel, das könntest du nochmal sagen. Und zwar kann man was schon zu der Position des Kameramoduls auf der Rückseite sagen. Wird das wie beim 6MQ auch mittig angeordnet oder haben wir da was ganz Neues vor? Wir ordnen die wieder mittig an. Unsere ganze Produktgestaltung ist dahin ausgelegt, dass wir viele Symmetrien erzeugen wollen. Das heißt, die Ränder oben und unten, die Ränder links und rechts sind weitestgehend symmetrisch angelegt. Auch auf der Rückseite haben wir jetzt die Mittelachsen, das Mittelachsendesign auch schon von vorherigen Geräteausführungen schon umgesetzt, und das werden wir weiter so verfolgen, weil so eine symmetrische Anordnung ist einfach beruhigend fürs Auge und dann ist alles an Ort und Stelle und nicht unruhig. Sehr gut. Dann kommen wir zum nächsten Thema, der AUX-Anschluss. Legt ihr, also wir hatten ja schon, das kann man ja sagen, beim letzten Shift Talk hatten wir ja schon gesagt, dass es keinen AUX-Anschluss geben wird. Und jetzt ist hier die Frage, legt ihr zwei Adapter mit bei, also einen mit 3,5 mm Anschluss und einen mit zusätzlichem USB-Anschluss zum gleichzeitigen Laden und Hören? Ben? Ja, also zum einen, wir wollen erstmal das hübsch machen. Also deswegen gucken wir, also wir würden sowas auch cool selber machen mit einer, wie unsere anderen Adapter auch. Also da wird es auf jeden Fall eine coole Gestaltung geben, ob das jetzt mit USB-C ist oder nicht. Also ich denke mal, wir werden einen beilegen. Also wir werden jetzt nicht ein ganzes Set an, wie man es sonst kennt, mit 1000 Adaptern, sondern es wird einen geben. Aber wir wissen noch gar nicht, was ist denn cool. Also wir haben schon ein Gefühl, was wir irgendwie schön finden, aber ich will jetzt nicht jetzt beeinflussen, sondern an der Stelle würden wir wieder auch nochmal eine Umfrage machen. Ja. Da würde ich sagen, die andere Umfrage, die ist jetzt lang genug hier online gewesen, können wir beenden, Jan. Machen wir eine neue, würden wir jetzt die neue Umfrage starten, und zwar zu den Adaptern. Und zwar, was denkt ihr denn? Reicht euch einer nur mit AUX? Würdet ihr auf jeden Fall den mit AUX und USB-C haben? Oder sagt ihr, ich brauche das gar nicht, weil viele werden vermutlich auch Audio über Bluetooth hören. Aber vielleicht liege ich da ja auch falsch. Also das interessiert uns. Was denkt ihr? Was würdet ihr gerne haben? Und da kommen wir später da nochmal drauf zu sprechen. Samuel, ich habe eine Frage, das ist so eine typische Geschäftsführerfrage. Die stelle ich jetzt an dich. Die kam gerade nämlich also von ein paar Minuten über den Chat rein. Ist ja toll, dass ihr so viele neue Produkte auf den Markt bringen wollt. Aber wird das mit eurem Team zu stemmen sein? Das hat jetzt nichts mit dem Produkt zu tun, aber es finde ich eine interessante Frage. Und ich meine, da machen wir uns ja schon auch Gedanken. Mitarbeiter, Planung und so weiter. Willst du da einen Gedanken weitergeben? Total gerne. An dieser Stelle könnte ich nämlich sagen, wir suchen auch neue Mitarbeitende, besonders im Bereich IT und Reparatur. Es ist so, dass wir da gerne das Team erweitern würden. Also wenn da jemand Interesse hätte, dann total gerne bei uns melden. Und das andere ist, dass wir natürlich immer gucken, schaffen wir das als Team? Kriegen wir das als das Team, wie wir jetzt sind, auch hin letzten Endes? Und manchmal öffnen sich Türen. Und gerade ist so eine Zeit,
Jetzt seit Anfang des Jahres ist total schön. Vorher war es so mit Lockdowns, mit allem Möglichen, wo sich ganz viele Türen geschlossen haben, wo vieles schwerer wurde. Und gerade öffnen sich wieder ganz viele Möglichkeiten. Macht es letzten Endes für uns auch einfacher, auch neue Produkte ins Leben zu rufen. Aber noch eine andere Sache. Wir gucken natürlich, dass wir so viel wie möglich parallelisieren. Zum Beispiel jetzt beim Schiff von Shift6MQ arbeiten wir jetzt schon mit Android 13, bauen Android 13 auf das ganze Styling, das Design. Und dann wird diese Version auch genutzt für Schiff von 8. Und dann können wir die Entwicklung total vereinfachen. Also dann sind viele Sachen, die hardware-spezifischen Sachen, die unterschiedlich sind, da geht es dann ein bisschen in die Tiefe. Aber bei vielen anderen Sachen können wir das voneinander, von den Projekten voneinander profitieren. Genau. Und ich glaube, an der Stelle gucken wir, dass wir es wirklich kompakt halten und dadurch schaffbar machen. Ja. Und das andere ist, wir müssen ja auch immer unser Ziel im Blick haben. Ne? Also gerade jetzt aus Geschäftsführungsperspektive, unser Wunsch ist irgendwann Universal Computing. Das ist unser Ziel, auf das wir hinarbeiten. Und wir müssen da auch Erfahrungen sammeln können. Und da gehört zu diesen User Experiences, die wir vorhin auch beschrieben haben, da gehören ja viele Bereiche dazu und so ein großer Screen gehört eben auch mit dazu. Und bisher gibt es halt nichts Gescheites auf dem Markt. Vor allen Dingen nichts, was irgendwie bezahlbar ist, wo man 27 Zoll Panel hat mit Touch, mit Stifteingabe. Und als OLED wirklich sehr energieeffizient. Das gibt's nicht. Das brauchen wir aber, um eben wirklich diesem Ziel irgendwann näher zu kommen. Und natürlich könnte man sagen, oh nein, wir fokussieren uns nur auf unsere Smartphones, aber dann kommen wir eben diesem Ziel nicht näher. Und das ist uns eigentlich aber ein wichtiges Anliegen. Ja, ich würde, bevor wir zum nächsten Themenblock kommen, noch mal kurz reinstreuen, die Ergebnisse der Umfrage, die ist auf eurem Live-Chat, glaube ich, nicht zu sehen. Die können wir jetzt kurz einmal sagen. Und zwar mit dem Pen. Das interessiert uns und wir nehmen auch diese Sachen in unsere Überlegungen mit rein. Wenn nicht für Schiff von 8, dann vielleicht auch für andere Produkte. Und es ist eine Umfrage wegen den Stiften. Wünscht ihr euch das oder wünscht ihr euch das nicht? Und 80% haben gesagt, sie brauchen es eigentlich nicht. 20% hätten es gerne und ich finde, 20% ist gar nicht so eine kleine Zahl. Ob wir es jetzt in dem, vielleicht gibt es die Möglichkeit, weil ja der Pen-Unterstützung ja ans Display gebunden ist durch den Touch, besteht ja auch die Möglichkeit, dass wir vielleicht später noch einen Screen rausbringen, der diese Pen-Unterstützung hat. Vermutlich werden wir erstmal ohne starten. Aber es heißt nicht, dass wir das komplett ausschließen. Und wir nehmen das eigentlich einfach mit Daniel an unsere Liste, in die Wunschliste für die Entwicklung. Kommen wir zum nächsten Themenkomplex. Das ist das Thema Killswitches. Killswitches sind ja die Schalter, die wir einbauen, wo man bestimmte Bereiche wirklich hardware-seitig ausschalten kann, wie die Kamera oder Audio, also Mikrofone. Oder was war das dritte? Wir haben vier Stück, glaube ich sogar. Audio, Mikrofon und Funk. Also drei. Und der vierte überlegen wir noch gerade. Ach so, okay, gut. Da ist jetzt die Frage, ist es möglich, einen Killswitch für 5G einzubauen? Wenn nicht, besteht die Möglichkeit, dass es vom Shift Phone 8 auch eine Version ohne 5G gibt. Ich nehme mal an, dass die Frage darauf abzielt, dass nicht ganz klar ist, was für Auswirkungen 5G, also ob das schädlicher ist für den Körper als 4G und es unterschiedliche Meinungen gibt, die kursieren und es eben durchaus auch Leute gibt, die sagen, nee, ich will 5G eigentlich nicht, weil das ist mir zu risikobehaftet, dass das irgendwie gesundheitsschädlich sein könnte. Mhm. Ist ja auch ein Thema, was uns wichtig ist, was wir sehr ernst nehmen, also Saarwert-Thema wird auch nochmal gleich kommen, da kommen nochmal Fragen zu. Aber ist was, was wir sehr ernst nehmen. Willst du noch was dazu sagen? Ich sage da mal zu was, weil der nächste Punkt, der ist absolut prädestiniert für Daniel zu den Killswitches. Deswegen übernehme ich das jetzt mal. Bei den Killswitches ist es ja eigentlich so, warum mache ich Killswitches? Killswitches ist, ich will die Sicherheit, die ich eigentlich im System kann ich ja alles per Software regeln. Ja. Aber man hat ja die Sorge, dass entweder der Hersteller oder irgendwelche Apps oder irgendjemand, der das hackt, die Möglichkeit hat, mich zu betrügen, also irgendwie Funktionen geheim zu nutzen, die man nicht will. Gerade Kamera und Mikrofon, das kennt man ja als Thema. Ja.
das bei 5G, wer will das 5G gegen mich benutzen? Ich bestrahle dich jetzt mit 5G. Also ich glaube, bis das passiert, von daher ist, glaube ich, dass ein Kill-Switch dafür nötig ist, glaube ich, ist nicht unbedingt der Fall. Aber auf jeden Fall haben wir das vor, softwareseitig so einzustellen. Also es geht auf jeden Fall jetzt schon, zum Beispiel bei dem Shift 6MQ, konnte man, als es noch 3G gab, entscheiden, nämlich LTE oder 3G. Man konnte LTE abschalten. Das kann man in den Einstellungen einstellen. Und damit kann man entscheiden, mit welchen Netze will ich überhaupt nutzen. Außerdem haben wir noch geplant, das hat man letztes Mal ausführlicher beschrieben, deswegen sage ich das jetzt noch kurz, sowas wie ein SAR-Booster, also einen Funkbooster zu machen, dass man generell wie den SAR-Wert sehr niedrig machen und wenn man es braucht, richtig boostern kann. Also das heißt, diese Einstellung, ihr habt Möglichkeit, alles einzuschränken, also ihr könnt das Gerät mit 5G ohne nutzen, aber der Kill-Switch ist da, glaube ich, nicht nötig für. Ja. Nächste Frage. Ist es möglich, dass zumindest der Killswitch für die Kamera von außen bedienbar ist? Und wenn nicht, gibt es Alternativen? Das würde ich ans Designteam Daniel weiterreichen. Ich kann deine Antwort ja schon mal ein bisschen untermalen. Machst du eine pantomimische? Sehr ja. Oh, du hast es ja sogar bei dir mit drauf. Also wir haben, wer das noch nicht kennt, das Produkt, wir haben bei dem Shift 6MQ ein Panzerglas. Wir haben mehrere Panzergläser, aber das eine hat eben diesen Slider, wo wir die Frontkamera eben mit diesem Slider im Panzerglas, also hat nichts direkt mit dem Gerät zu tun, sondern ist ein Zusatzteil, das wir eben entwickelt haben und verkaufen, kann man eben schließen, dass sie abgedeckt ist. Und genau, das, also da erhalten wir auch sehr viel positives Feedback und auch unser Sammy nutzt es sehr gerne. Es ist so, wir haben uns das schon auch gefragt, wie das ist mit den Kill-Switches, ob wir die außen machen können, wollen, welche Vor- und Nachteile hat es, die innen zu haben oder außen zu haben. Unsere Meinung ist, dass wir sie eher innen angesiedelt haben. So sehen wir aktuell in der Entwicklung. Aber die Frage würde ich auch gerne nochmal an euch zurückgeben. Also, wir haben es jetzt als Umfrage mit live geschaltet, könnt ihr gerne mit abstimmen. Ich sage so ein bisschen, was unsere Überlegungen waren, aber es kamen auch schon einzelne Feedbacks, die eher das Außen haben wollen. Unsere Überlegung war in Sicherheitsbereichen, wenn dann Kameras eben nicht verwendet werden sollen oder Dinge eben ausgeschaltet werden sollten, dann lässt sich das, wenn es innen ist, besser kontrollieren. Man kann dann das Backcover mit einem Sicherheitskleber abkleben und so den Zugriff nach der Deaktivierung dann verhindern. Für die Wasserdichtigkeit ist es für uns auch noch nicht ganz absehbar. Wenn wir es jetzt nach außen legen würden, können wir es realisieren. Die Umfrage versteht die so, wir wollen einfach wissen, was ist eure Meinung? Und das ist uns auch wirklich wichtig, das hat Ben auch vorhin schon mal gesagt, dass wir einfach wissen, was denkt ihr? Ob wir es tatsächlich umsetzen können, falls ihr es lieber außen als innen haben wollt, das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber wir nehmen das schon ernst, eure Rückmeldung. Ich glaube auch, dass, also ich habe mich diese Frage auch öfter gestellt, so will ich die außen oder lieber innen haben? Wo lege ich dann eher die Prioritäten als Nutzer oder Nutzerin? Und ich glaube tatsächlich im Alltag wird es nicht vorkommen, dass man das ständig an- und ausschaltet. Also ich merke das beim 13MI bei mir, haben wir ja diesen Kill-Switch für die Kamera auch mit dran und für die Mikrofone. Und tatsächlich nutze ich den im Alltag weniger, als ich gedacht hätte. Und ich glaube wirklich, dass dieser Aspekt, ich betrete einen sicherheitsrelevanten Bereich, ich schalte die Dinge aus und ich weiß, die sind jetzt auch aus und ich kann die nicht aus Versehen wieder anschalten oder irgendwas, sondern ich habe da auch quasi hardware-seitig so ein bisschen so einen Einfluss drauf. Und ich sehe auch in der Software, ob die abgeschaltet sind oder nicht. Das heißt, dann nicht so ein Hokuspokus, ich muss ständig das Backcover aufmachen, um zu gucken, waren die jetzt aus oder nicht, sondern ich habe da ja auch ein... Also von Produktdesigner-Sicht, ich hatte vorhin über ein beruhigtes, aufgeräumtes Äußeres gesprochen, da ist natürlich, wenn wir da jetzt noch ein halbes Mischpult außen auf die Geräte Rückseite oder auf die Kante legen, das sehe ich schon auch aus
dem Aspekt kritisch. Ben, vielleicht softwareseitig, gibt es da auch noch ein Argument? Softwareseitig, das ist halt, eigentlich ist, wie ich das vorhin schon mal sagte, es ist eine Vertrauenssache mit dem Kill-Switch. Natürlich, es gibt immer die Möglichkeit, Software ist nie sicher und es gibt immer Schwachstellen. Generell ist aber Android schon ziemlich weit, was Sicherheitssachen betrifft. So gibt es zum Beispiel eine Designregel in der Software, die von Android, vom Betriebssystem schon gesteuert ist, dass die Kamera nur funktioniert, wenn man sie selber sieht. Also wenn eine App die Kamera nutzen möchte, aber das Kamerabild in der App nicht anzeigt, dann kann sie gar nicht benutzt werden. Sicherlich ist das auch, wenn es irgendwo Schwachstellen gefunden werden, hackbar unter Umständen, die schließen wir. Aber in der Regel ist das System schon ziemlich sicher. Und wir werden es auch immer weiter sicher machen. Und gerade auch bei solchen Sachen, da weiß ich, ist Alex da, der ist, liest alle Newsletter und sobald er eine Schwachstelle sieht, ist das etwas, was er sofort in die Software einbaut. Also da sind wir voll dabei. Und dann ist es wirklich nur, wie du sagst, in den Fällen, wo ich wirklich sage, ich will jetzt beruhigt sein, dass keiner zuhört, dass keiner die Kamera anhat, anmachen kann, als nochmal extra Bonussicherheit. Und ich glaube, das ist dann wirklich Sachen, da kann man mal das Backcover aufmachen. Und wie gesagt, in Hochsicherheitsbereichen, bei anderen Firmen, die können einfach ein Backup drauf machen, ein Siegel, dann wissen die, die können das Siegel angucken und können nachher prüfen, wo das aufgemacht und wo der Killswitch geöffnet oder nicht. Es gab noch eine Frage, habe ich gesehen. Wie schnell sind die Killswitches erreichbar? Soll ich das beim 6MQ gerade mal kurz demonstrieren? Ja, mach das doch. Dann muss ich das, ich nehme mal meinen Bumper gerade ab. Also hier ist jetzt das 6MQ. Und hier ist ja hinten dieser Eingriff. Ich mache das Backcover ab und dann werden die irgendwo hier sitzen. Ne? Da oder da sitzen dann die Killswitches. Habe ich das richtig gesagt? Ja, genau. Also das sind schon sehr Miniaturschalter. Man muss natürlich behutsam, wir haben recht wenig Platz in so einem Smartphone, aber man sieht die dann und sie sind beschriftet und man weiß, was man betätigt. Ja, sehr gut. Guck mal, ich habe gerade meinen Bumper abgemacht, da muss ich kurz mal noch was zu sagen. Da haben wir ja so eine schöne hier sowas drauf. Das ist eine Fahrradhalterung. Richtig cool. Die kommt bald bei uns ins Sortiment. Ein ganz tolles Unternehmen, mit dem wir da zusammenarbeiten. Also wenn ihr eine gute Fahrradhalterung sucht, die wirklich so richtig gut fest ist, mit der man auch ordentliche Mountainbike-Trails fahren kann, die ist jetzt quasi approved. Ich bin einige Touren mitgefahren. Sehr cool, auch ein ganz tolles Unternehmen, aber da schreiben wir dann extra nochmal was zu. Nächste Fragen. Mit UMG-Cable, Rubber Ducky und BadUSB allgemein gibt es immer mehr Angriffsvektoren über USB. Habt ihr über einen Killswitch für USB-Data nachgedacht? Ben, hast du denn darüber schon mal nachgedacht? In der Tat habe ich darüber gar nicht nachgedacht. Aber vielleicht hat der Alex darüber nachgedacht. Ich muss ihn mal fragen. Vielleicht hat der Alex die Frage gestellt. Ich glaube, dann hätte er es einfach eingebaut oder uns das gesagt. Genau. Ich finde die in der Tat sehr interessant. Im Moment, wir wollen jetzt auch nicht, wie der Daniel sagt, so ein Mischpult reinbauen, dass wir tausende Killswitches haben. Das soll ja auch für den normalen User gut zu handeln sein und auch schnell verständlich sein. Deswegen wollten wir gar nicht so viele haben. Deswegen eigentlich die Main-Sachen, die uns sofort eingefallen sind, Audio, Video und Funk. Das mit dem USB-Data finde ich interessant, das zu machen. Wir werden das einfach nochmal prüfen, wir nehmen das mit rein und halten euch einfach auf dem Laufenden. Dann die nächste Frage, ich denke, die ist an dich gerichtet, Daniel. Du kannst schon mal deinen Mute-Button. Ja, bin schon da. Gibt es gegebenenfalls eine Lösung, da steht hier wirklich so, eine Lösung, die innenliegenden Killswitches mit einem Magnet an- und auszuschalten, damit nicht immer das Gehäuse geöffnet werden muss? Coole Idee, finde ich. Ja, also ist auf jeden Fall ein kreativer Ansatz. Genau so haben wir das noch nicht uns überlegt. Muss man natürlich auch abwägen. Kann es zu Fehlbedienung kommen? Also ja, aus Versehen eine Betätigung von einem Magneten. Zum Beispiel Halterung, ne? Die sind ja magnetisch, auch im Auto. Das Gegenstück ist magnetisch, dass man dann aus Versehen irgendwie Sachen auslöst. Ja. Und widerspricht natürlich auch dem Sicherheitsaspekt. Ich will es mit einem Wepper absichern, dass keiner das aufmacht, sondern nimmt ein Magnet. Aber also das Thema Killswitches, wir hatten jetzt verschiedene Sachen ja angerissen. Also wir denken,
dass viele User-Kill-Switches nicht, schreibt ihr teilweise ja auch, nicht brauchen. Es ist ein Feature, das uns trotzdem wichtig ist, weil viele von euch sich das schon auch gewünscht haben. Aber es wird schon eben diese kleine Hürde geben, dass man das Backcover abnehmen muss. Das heißt, wenn ein Anruf kommt und du hast das Mikrofon aus, weil du es immer aus hast, dann ist es schon kurz der Aufwand, dass du das Backcover wegmachen musst. Also dann ist die Frage, ist es für diesen Anwendungsfall alltagstauglich? Aber wir, ja, da muss man schon einen Kompromiss machen zwischen denen, die das Phone einfach aus anderen Gründen kaufen und nicht wegen des Kill-Switches oder der Kill-Switches, sondern aufgrund von anderen Dingen, die wir einfach im Phone mit eingebaut haben. Ja. Ich denke, das passt ganz gut zusammen. Also da muss man einen Kompromiss machen. Wir wollen die Kill-Switches, aber nicht als oberste Priorität. Ja. Sehr gut. Dann kommen wir zum nächsten Bereich, der nennt sich Lautsprecher und Audio. Ich lese mal gerade die Frage vor. Können potentere Lautsprecher und Vibrationsmotoren eingebaut werden? Zum Beispiel im Vergleich zum 6MQ eine softwareseitige Ansteuerung des Vibrationsmotors mit unterschiedlichem Muster wäre wünschenswert. Also für alle, die sich jetzt nicht vorstellen können, was damit gemeint ist. Zum Beispiel, wenn man konfigurieren möchte, die Schwiegermutter ruft an, dann soll ein ganz bestimmtes Vibrationsmuster kommen. Dann kann man das, könnte man das entsprechend konfigurieren. Oder bei bestimmten Messengern oder so, sagt man, ne, denn WhatsApp hat die und die wird das Vibrationsmuster, Signal das andere, Threema das andere. Ja, und aber auch vor allen Dingen, es gibt so Vibrationsmuster, die sind so sehr sanft, da hat man nicht das Gefühl, man wird durchgeschüttelt. Das sind vielleicht für die auch die sensiblen Leute, aber die anderen Leute, die vielleicht so grobmotorisch sind, die gar nicht spüren. Ich habe das manchmal bei so Vibrationsmotoren schon gehabt, da habe ich kann ich los, vibriert meine Hose. Es gibt so das Phantom-Vibrieren. Da denkt man, man hat, es vibriert was, weil die manchmal so leicht sind. Und durch so ein Muster kann man es einstellen, dass es so den gewünschten Rhythmus hat. Also für die Gröberen, die so ein bisschen durchgeschüttet werden wollen, dann richtig so den Shaker und für die anderen was dann alles. Finden wir ja total cool. Solche Sachen sind wir auch zu evaluieren, was mit der Software zu machen ist. Android 13 bietet da auch schon viele Möglichkeiten. Aber da sind wir, das wäre jetzt viel zu weit, da schon genaue Aussagen zu treffen. Das werden wir uns angucken. Was wir aber versprechen können ist, wir legen jetzt einfach da immer wieder bei jedem Gerät eine Schippe drauf. Also wir werden jetzt nicht sagen, hey, Lautsprecher, ach, knallen wir mal den Lautsprecher vom 6MQ rein. Also auch bei allen Sachen, wenn wir sehen, dass wir coole Sachen machen können, machen wir das. Vielleicht so ein bisschen anteasern, ist immer unfair, wenn wir kurz was sagen, wir dann doch nicht genau erzählen. Aber wir sind beim Lautsprecher dran, mit Partnern richtig moderne Sachen zu machen. Vielleicht kommt da was rein, was die wenigsten Handys benutzen, aber das evaluieren wir gerade noch und wir gucken, dass es wirklich nochmal, also alles, was wir verbessern können, verbessern wir da auch nochmal. Und wir haben auch, weshalb wir da einen wichtigen oder einen großen Augenmerk drauflegen, ist, wir haben auch jetzt einen Mitarbeiter, der war bei dem Shift 6 MQ bei der Entwicklung noch nicht dabei. Jetzt ist er da im Team. Am Ende kam er mit dazu und viele Audio-Tunings gemacht. Hat noch die Audio-Tunings gemacht. Sind wir auch weiter noch dabei? Also 6 MQ wird auch noch weitere Optimierungen bekommen. Gerade jetzt mit Android 13. Richtig. Also sind in Planung. Das heißt, da wird auch noch mal einiges passieren für 6 MQ. Und der hat jetzt eben in der Entwicklung direkt, ist er mit dabei und guckt, dass er wirklich da was richtig Feines hinbekommt. Deshalb bin ich mir da sehr sicher, dass das ja einfach super wird. Reich Audio ist auch was. Wir haben ja die Instrumente im Hintergrund. Wir hören ja auch gerne Musik und ein gutes Audio, eine gute Audioqualität ist uns einfach persönlich auch sehr wichtig. Dann würden wir zum nächsten Punkt gehen. Ja, denke ich. Gehen wir zum nächsten Punkt. Das ist die SD-Karte, also Speichererweiterung. Wird es Hot-Swap-Möglichkeit geben? Also kein Akku raus wie beim 6MQ. Ich erkläre das kurz, weil wir auch kurz nachdenken mussten, was damit gemeint ist. Dazu öffne ich mal wieder mein 6MQ. Also jetzt ist es ja so, wenn man die SD-Karte, die sitzt ja hier an dieser Stelle und wenn ich die rausnehmen möchte, muss ich vorher den Akku entnehmen. Das heißt, ich muss vorher das 6MQ runterfahren, den Akku entnehmen, kann dann die SD-Karte wechseln. Ben, wird das beim, oder ist das Design-Thema? Es ist beides irgendwie. Also ja. Die Möglichkeit softwaremäßig wäre da, ja, dass man sowas machen kann. Aber Daniel, wie sieht es aus mit dem Design? Ja, also den Aspekt, den finden wir interessant. Also wir haben das bisher nicht vorgesehen gehabt.
Aber wir werden da, also wir sind noch an einem Punkt, wo wir das noch einbauen können. Das werden wir jetzt nochmal überlegen. Bei unserem Shift Book hatten wir Shift 13 MI genannt. Da habt ihr ja mitgekriegt, mit dem Shift von 8 haben wir auch andere Namen teilweise vergeben. Gab es auch positive Rückmeldung von euch. Vielen Dank dafür. Also da ist es möglich und da kann man es eben entfernen, ohne die Batterie zu entfernen. Und also ich finde den Ansatz gut und das werden wir prüfen auf jeden Fall. Es ist halt nur vielleicht eine Sache, beim 13 MI haben wir einfach mega viel mehr Platz. Weil wir müssen halt platztechnisch gucken, ob es halt so funktioniert, dass es positionierbar ist, dass man es rausnehmen kann. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Kann man schnellere Anschlüsse einbauen und mit schnellen SD-Karten gegebenenfalls auch eine kleinere Speichervariante zu kompensieren und zukunftsfähig zu sein? Also ich übersetze das nochmal für alle, die keine Nerds sind. Wie gut, dass ich die mit der Moderation Also kann man den Anschluss für die SD-Karte so schnell machen, dass das quasi genauso schnell ist wie der interne Speicher, um dann eben den erweitern zu können. Ja, vor allen Dingen auch so für Video, ne? Also gerade schnelles Video aufnehmen, ruckelfrei und dann auch mit größeren Datenmengen. In der Tat, man kann vieles einbauen und es gibt auch vieles auf dem Markt, aber in der Tat ist das jetzt gerade nicht der Punkt, an dem wir sind. Wir haben den auf jeden Fall auf dem Schirm. Wir werden auch das Modernste, was möglich ist, einbauen, was irgendwo auch so vom Chipset unterstützt wird. Das ist natürlich auch immer so die Sache. Und da sind wir auch gerade am Gucken, was halt passen wird, aber nicht so mit hoher Priorität, weil jetzt so das Wichtigste war, das Display, dass wir so das Display finden, um das Gehäusedesign abschließen zu können. Dann Kamera, aber das hat auch viel mit Positionierung zu tun. Nachher, was für ein SD-Kartenmodul wir dann einbauen, das hat da nicht mehr so den Effekt drauf. Und von daher können wir jetzt da, oder haben wir jetzt noch nicht die genauen Fakten zu, aber ihr habt auf jeden Fall das Versprechen, wir gucken uns das an und machen es wieder mal so gut, wie es möglich ist. Okay. Ich habe jetzt gerade gesehen, im Chat kam noch eine Frage von der Sarah rein, ob wir noch was zur Kamera sagen können. Wie ist die Bildstabilisierung geplant? Oh ja. Ich nehme an, das bezieht sich auf die Backkamera, also auf die Hauptkamera des Gerätes. Ja gut, ich meine, das sind wir jetzt halt an einem Stand in der Entwicklung, wo wir da noch gar nicht so viel sagen können. Also wir das ist natürlich dann eine Optimierungsfrage. Es ist wichtig, welches Kameramodul ausgewählt wird, dass das die Bildstabilisierung auch vorhält. Aber sonst ist es was dann erst in der späteren Software-Implementierung dann auch im Fokus sein muss. Ja. Genau, eine Bildstabilisierung wird es ja in jedem Fall bekommen. Die Frage ist, ist die hardware-seitig oder software-seitig? Und das ist gerade eine Frage, gerade sensible Frage, weil es genau der Punkt, in dem wir gerade sind, um zu evaluieren, welches Kameramodul nehmen wir. Ihr könnt ja auch mal uns zurückschreiben, wenn ihr sagt, hey, das und das Kameramodul aus einem bestimmten Smartphone findet ihr richtig gut und das ist super top und das sollen wir unbedingt nehmen. Schreibt uns das gerne. Genau, das heißt, wir können jetzt eigentlich ziemlich viel erzählen. Wir können echt da, weil wir echt breit aufgestellt sind. Also wir haben uns da schon viele Gedanken zu gemacht. Und vielleicht auch nochmal zu der Bildstabilisierung. Es gibt ja die zwei Möglichkeiten. Ja. Per Software die Bildstabilisierung zu machen, was in jedem Fall möglich ist und auch umgesetzt wird. Aber es gibt auch nochmal die hardware-seitige. Bei der hardware-seitigen bedeutet halt, da ist wieder eine Komponente mehr. Das heißt, wieder mehr Platz, mehr Bauraum. Und da gucken wir, was uns wichtig ist. Am Ende soll es geil sein, das Bild. Also am Ende ich mache das, ein Foto, ohne irgendwie perfekt einzustellen. Das Bild soll richtig cool sein. Und daran arbeiten wir und da gucken wir halt, was wir da auswählen und ob dazu jetzt ein Hardware-Modul, eine hardware-seitige Bildstabilisierung nötig ist. Die würde aber mehr Bauraum verbrauchen. Wir kommen jetzt zum Thema Software. Wie sieht es mit Thema Sicherheit bei eurem Shift-Phone aus, in Klammern Hacker, Datenraub? Ja, wir sind dran. Also wir haben all das im Blick. Wie ich das vorher schon sagte, Alex, wenn irgendwelche Sicherheitslücken identifiziert, also wir scannen wirklich alle Kanäle, wir gucken, dass wir sind auch in den Custom ROM Communities zugange, die auch da viel innovativ vorangehen und wir werden es so sicher machen wie möglich und auch am Puls der Zeit sein, was das betrifft. Ja. 6MQ hat ja mittlerweile erstaunlich gute Linux-Unterstützung mit Post Market OS und ich ergänze mal hier an der Stelle auch Ubuntu Touch.
Spielt Linux-Unterstützung bei der Entwicklung des Schiffs von 8 auch eine Rolle? Was mega cool ist, also da muss ich ein bisschen schwärmen, ich mache es aber kurzer schwärmen, wie wir unsere Supporter, also die Vorbesteller einfach schätzen gelernt haben und wirklich wissen, wir haben da echt eine richtige starke Rückendeckung, haben wir auf die Custom ROM Communities einfach schätzen gelernt. Und zum Beispiel Alex stammt ja auch aus Custom ROM Community. Da ist er geboren sozusagen. Da ist er geboren quasi, genau. Und wir sind jetzt sogar mit, also wir binden die Custom ROM Communities nicht am Ende ein und sie dürfen dann, wenn die Shift-Phones gelauncht werden, die Geräte irgendwie nutzen, sondern wir nehmen jetzt schon Feedback von denen auf, sind im engen Kontakt und werden auch schon vorm Launch auch noch ihnen die Möglichkeit geben, schon mal mit Entwicklungsgeräten rum zu experimentieren, dass möglichst schnell auch Unterstützung da sein wird. Also der Fokus, dass das Linux-Unterstützung da ist, wird auf jeden Fall gegeben sein beim Schiff. Sehr schön. Nächste Frage ist ein bisschen ähnlich. Warum kann kein Lineage OS mit OpenGaps ab Werk für Leute, denen Google Apps wichtig sind, ausgeliefert werden? Ich fände es cooler, wenn man beim Bestellprozess zwischen vielen ROMs auswählen kann. Das kann sogar ich beantworten. Da bin ich techy genug für. Das hat was mit lizenzrechtlichen Dingen zu tun. Das heißt, wir müssen mit, wenn wir ein Android drauf haben, mit der Google-Variante ausliefern. Wenn wir das nicht tun, dann verletzen wir da die Lizenzrechte. Deshalb wollen wir das aber den Usern so einfach wie möglich machen, das hinterher selber zu installieren. Außerdem gibt es einen coolen Installationsassistenten schon, den Alex entwickelt mit den Custom-ROM. Kann man schnell hin und her springen zwischen verschiedenen. Und was cool ist, aber was wir nochmal evaluieren und gucken, alles, was nicht Android ist, also Google schließt nur andere Android-Systeme aus. Ja. Wir können das Phone aber mit einem Linux-Betriebssystem ausliefern, ob es Postmarket ist oder Ubuntu Touch, wäre in Zukunft möglich auch, dass wir es ab Werk kriegen. Ja. Das ist so ein bisschen, wir müssen dann natürlich auch das Support-Handling da aufpassen, weil alles, was wir verkaufen, müssen wir auch Support leisten und irgendwie müssen wir da den Support auch mehr in die Custom-ROM-Community geben, weil wir nicht alles supporten können, das wäre zu viel Aufwand. Zu der Frage, kriegen wir alles gestemmt? Ja, also das ist tatsächlich viel mehr Aufwand, als ein neues Produkt zu launchen. Also natürlich ist die Entwicklung super viel Arbeit von einem Produkt, aber was dann weniger Supportaufwand hat. Ne? Also da ist Software halt einfach sehr supportaufwendig. Die Nutzbarkeit, die nächste Frage, die Nutzbarkeit von Handys wird oft durch alte oder überladene Software behindert. Wie sieht der Plan bezüglich des Shift Phone 8 aus? Im Prinzip hast du es ja mit Android 13 schon gesagt. Also da hast du das Gefühl, es ist schneller, performanter. Ja. Also was wir nie machen, ihr guckt euch an, was die Apps vorinstalliert sind. Also alle, die ein Shift Phone haben, wissen, es ist nur wirklich die minimalen Sachen, die man braucht, drauf. Plus bei der Google-Variante die Google-Apps, die wir halt drauf machen müssen. Aber ansonsten werden wir es immer so schlank wie möglich machen. Wir werden es nicht vollknallen mit Werbung. Wir werden Features reinmachen, die cool sind. Die werden aber auch ausschaltbar, anschaltbar sein. Und ansonsten werden wir es so schlank und performant wie möglich machen. Wünschenswert wären lange Updates. Und wenn zusätzlich Funktionen implementiert werden, diese Funktionen wahlweise zu deaktivieren oder selbstständig konfigurierbar zu machen, hast du jetzt gerade eigentlich schon beantwortet. Zum Teil mit den Updates. Ihr habt von uns die Garantie, wir werden Geräte so lange wie möglich updaten. Erst gestern, oder heute, genau. Heute wurde das Update live geschaltet. Auf jeden Fall haben wir die Zertifizierung erlangt für das Shift 5ME und 6M. 5ME, wann haben wir es rausgebracht? 2018. Das heißt, seit 2018 sind wir immer wieder dran und haben jetzt auch nochmal wieder einige Fehler behoben oder halt Security-Updates mit reingemacht. Das werden wir auch noch weitermachen. Auch Android-Upgrades werden wir machen, soweit es uns ermöglicht ist. Das heißt, da sind wir immer weiter dran und werden das auch so lange wie möglich machen. Wir haben ein eigenes Team für die, wir nennen das Legacy-Geräte, also für die älteren Geräte, dass die immer up-to-date bleiben. Das ist ein eigenes Software-Team quasi, was damit dahinter steht. Nur um euch auch damit zu zeigen, wie wichtig uns das Thema ist. Ist es möglich, die Kontakte so zu implementieren, dass man für einzelne Apps die einzelnen Kontakte separat freigeben, anstatt direkt für alle Kontakte. Also dass man so sagen kann, die App hat nur die für Business oder das zu WhatsApp nur spezielle kann. Da gibt es, meine ich, auch Möglichkeiten. Also Android baut da immer mehr ein. Es ist ein bisschen abhängig von der Kontakte-App selber. Aber Anpassungen in die Richtung
da haben wir Spaß dran, sowas zu machen. Das ist aber auch eine Sache, wir wollen die Hauptsachen gut machen, das heißt die Hauptfeatures, Hauptsystem. Das ist natürlich auch so ein sicherheitsrelevantes Ding, deswegen ist es gar nicht so unwichtig. Ja. Wie es genau aussehen wird, gucken wir uns dann nochmal an. Wir nehmen es auf jeden Fall mit auf, finden wir sehr spannend und ist nicht abwegig, dass es kommen könnte. Okay. Weitere Frage, wenn ihr Custom ROMs oder dergleichen unterstützen wollt, müssen diese ja auch mit einem Schlüssel signiert werden, damit Secure Boot verwendet werden kann. Wird es die Möglichkeit geben, eigene Keys anzugeben, damit man Secure Boot auch mit Custom ROMs verwenden kann? Ich erkläre das jetzt nicht, das würde zu lange dauern und wahrscheinlich wäre ich auch der Falsche, weil Alex das viel besser erklären kann. Beim nächsten Talk ist vielleicht Alex mal mit dabei. Ja. Wir hatten das letztens erst mit den Custom ROM Communities besprochen. Wir hatten jetzt ein Meeting gehabt, coole Community Calyx, mit dem wir an einigen Sachen gemeinsam entwickeln, die echt coolen Input uns geben und die wir so supporten. Und diesen Support haben wir ja aufgebaut, so den Custom ROM Community Support. Vielleicht für die, die das so im Shop lesen, das geht nicht darum, dass wir Custom ROMs für unsere Kunden supporten, sondern wir supporten die Custom ROM Communities, dass sie die Möglichkeit haben, unsere Kunden zu supporten mit Custom ROMs. Ja. Das liegt uns auf den Herzen. Und da haben wir auch über das Thema gesprochen. Wir haben das Thema im Blick und wir werden Möglichkeiten schaffen, dass es auch sichere Systeme gibt und dass auch Custom ROMs mit dem Secure Boot umgehen können. Die letzte Frage zu dem Themenkomplex. Wie gut ist die angedachte Hardware vom Mainline-Kernel unterstützt? Habt ihr vor, nicht Android-Betriebssysteme zu unterstützen? Seht ihr das schon? Also es gibt ja die Linux-Betriebssysteme und wir arbeiten beim 6MQ schon. Wir haben einige Sachen vom 6MQ schon mit den Custom ROM Communities in den Mainline-Kernel reingekriegt. Nicht alles. Also das ist gar nicht so einfach. Zum Beispiel, also die Standardsachen funktionieren schon. Kamera, was aber auch ein wichtiges Feature ist für ein Smartphone, ist noch nicht im Mainline-Kernel, würde sehr viel Arbeit bedeuten. Sind wir aber auch dran, gucken, was möglich ist. Das heißt, auch beim Shift von 8 werden wir es machen und gucken, maximal mögliche Mainline-Unterstützung zu machen. Cool, das war hoffentlich nicht zu lange. Tief ins Nerd-Thema reingetaucht, aber ich glaube auch für viele interessant. Von daher gut, dass wir das machen. Jetzt kommen wir zu Hardware und zum Thema Modularität. Da ist eine Frage, wäre es möglich, in der Zukunft aktualisierte Mainboards mit einem neuen SoC zu entwickeln, mit dem das Gerät aufgewertet werden kann? Kann ich eigentlich schnell beantworten, ist viel zu komplex, geht aktuell nicht. Wenn das irgendwann geht, sind wir bestimmt die Ersten, die es machen. Aktuell aber noch zu komplex, weil das Smartphone in sich noch einfach sehr stark aufeinander abgestimmt werden muss, die einzelnen Komponenten. Da halten wir es aktuell für besser. Wir haben ja dieses Upgrade-Programm bei uns. Das heißt, du kannst dein altes Shift-Phone zu uns einsenden. Wir geben dir die Möglichkeit, auf ein neues abzugraden. Und wir kümmern uns darum, dass das alte Gerät wirklich dann auch wieder bei anderen Usern ankommt und da in der Nutzung ist. Also, dass das bei uns nicht irgendwie verschwindet oder verschrottet wird, sondern dass es wirklich immer noch in der Nutzungsphase bleibt. Und da denken wir, im Moment ist das besser. Ich weiß, dass man als Kunde oft so die Perspektive hat, ey, das ist mein Gerät, das will ich nicht hergeben und so lange so aktuell wie möglich halten. Ich kenne diese Perspektive, aber vielleicht muss man da mal den Blick ein bisschen weiten, dass es bei uns einfach ein ganz anderer Umgang mit den Geräten ist. Also eigentlich habt ihr als Kundinnen und Kunden, kauft ihr ein lebenslanges Nutzungsrecht und irgendwann gebt ihr uns das zurück und dann dürfen wir es weiter nutzen, beziehungsweise anderen Kundinnen und Kunden weitergeben. Nächste ist ein bisschen so ähnlich, da geht es um den Prozessortausch, würde ich sagen, haben wir eigentlich... Ja, wobei vielleicht nicht ganz, weil es geht auch Kamera, Module, andere Sachen. Ja. Gibt es da die Möglichkeit? Coole Antwort eigentlich, so ein bisschen arbeiten wir schon dran, auch wenn wir das den Komplettaustausch sinnvoller halten. Nur jetzt in der Entwicklung vom Shift Phone 8 haben wir gesagt, die Frontkamera vom 6MQ könnten wir noch optimieren, wenn wir ähnliche Module verwenden. Ja. Da sind wir gerade in der Evaluierung. Es sieht so aus, als wäre das machbar und da könnten wir dann nochmal eine Kameraverbesserung für das 6MQ für die Frontkamera hinkriegen. Und wir teilen die Ersatzteile, das Shift Phone 8 und 6MQ. Also da, wo es möglich ist, machen wir es. Jetzt kommt nochmal eine spezielle Frage auch zum modularen Aufbau. Herkömmliche Handys verwenden Flachbandkabel als Interconnect. Also Interconnect ist quasi die Verbindung zwischen internen Komponenten. Genau.
welche weniger benutzerfreundlich sind, aber dafür die ständige Bewegung in der Tasche hinreichend aufnehmen. Ein weiterer Aspekt des Interconnects ist die Baugröße. Reparaturfreundliche Handys tendieren dazu, extrem dick zu sein. Das Shift 6M war ein guter Kompromiss zwischen einem halbwegs flachen Handy und einer hinreichend guten Reparierbarkeit. Wie wird das beim Shift Phone 8? Wie wird das Shift Phone 8 das Problem angehen? Das kann man ganz einfach beantworten. Wir werden weiter beim modularen Aufbau bleiben. Und es wird ähnlich aufgebaut sein wie auch unsere bisherigen Phones. Also Reparierbarkeit ein ganz wichtiger Aspekt und da eben auch das Arbeiten mit Modulen. Und um diese zu verbinden, auch teilweise natürlich dann mit diesem Flachbandkabel zwischen. Die Frage hier ganz früh im Chat, in dem YouTube-Chat, passt so ein bisschen dazu, weil es ja um Gehäuse, um Aufbau geht. Und Daniel, die würde ich an dich irgendwie gerne rüberspiegeln. Aus welchem Material wird das Gehäuse gefertigt sein beim 6M oder 5ME? Habe ich hier leider bei der Nutzung von OS-MANT mehrfach Überhitzung gehabt, da der Akku, Backcover und Bumper scheinbar recht gut isolieren. Und da gibt es ja verschiedene Sachen, Materialien von Keramik über Alu und keine Ahnung. Daniel, möchtest du dazu was sagen, wie das aussieht? Ja, zum einen haben wir bei den älteren Geräten noch keine so ausgefeilte Wärmeableitung vom Prozessor gehabt. Also jetzt beim 6MQ haben wir dann die Heatpipe mit implementiert, um die Wärme erstmal weg, direkt von diesem wärmeproduzierenden Bauteil zu bekommen. Bei dem Shift Phone 8 ist es so, dass wir da gerade noch verschiedene Sachen prüfen wegen Materialität. Also wir wollen etwas mehr Alu verbauen, müssen da aber es ein bisschen jonglieren. Wir sind, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, dass die 5G-Technologie, die braucht deutlich mehr Antennen, als es die vorherigen Technologien 4G, 3G und so weiter hatten. Und das Alu, das blockiert diesen Funk, wenn man zu viel Alu verwendet. Und da sind wir gerade ein bisschen am jonglieren, wie wir das realisieren können. Wir wollen ein bisschen mehr Alu verwenden. Ja, ganz wichtig beim Material ist uns halt möglichst wenig Materialmischung zu haben, also möglichst sortenrein zu bleiben. Fürs Recycling, weil wir das ja immer schon mitdenken bei den Geräten, also kreislauffähige Geräte entwickeln wollen. Und deshalb ganz wichtig für uns der Aspekt, dass wir da möglichst keine unterschiedlichen Materialien mischen. Es gibt also 2K-Methoden, die man nutzen könnte, die auch ganz viele Hersteller verwenden, wo wir aber sagen, nee, das wollen wir nicht, weil das ist super schwer hinterher zu recyceln. Ja, zum Gehäuse ist noch ein Thema der Fingerabdrucksensor. Wir haben noch gar nicht gesagt, wo der Fingerabdrucksensor hinkommt. Magst du da vielleicht was zeigen oder erklären, was da unsere Gedanken sind? Und vielleicht das Geheimnis, was wir vorhin schon angedeutet haben, mit den Buttons, was zu sagen? Ja, ich habe jetzt keinen 3D-Datensatz vorbereitet, aber ich kann es, denke ich, mündlich machen. Wir haben den Fingerabdruckscanner auf der Kante, auf der Seite geplant aktuell. Und darüber hinaus wollen wir noch was anderes realisieren, und zwar Tasten. Also wir haben jetzt hier aktuell, bei den aktuellen Modellen, die wir im Store haben, haben wir den Doppelschalter für Lautstärke und einen Einzelschalter für Power. Und unser Konzept ist aktuell, und in die Richtung gehen wir weiter. Das lässt sich software- und hardware-seitig voraussichtlich so lösen, dass wir sowohl rechts als auch links 2 Taster machen und nochmal zusätzlich den Scanner für den Fingerabdruck. Das heißt, so ist unser Konzept, könnt ihr uns gerne auch Feedback schreiben, die sollen frei belegbar sein. Es gibt eine Grundeinstellung, das heißt, wenn ich jetzt rechts und links 2 Tasten habe, ich zeige es mal hier, also auf der Höhe vielleicht eine Taste rechts und links und auf der Höhe noch eine Taste rechts und links. Und der Fingerabdruckscanner ist, ich glaube, wir hatten den auf die linke Seite gelegt. Und diese Tasten haben eine Standardeinstellung, das heißt, Power ist zum Beispiel auf der rechten Seite oben. Auf der anderen Seite sind dann erstmal Volume Plus und Minus. Und dann gibt es noch einen Function Key, eine Funktionstaste, die nochmal zusätzlich frei belegt werden kann. Also so gibt es eine Grundsetting, die aber dann softwareseitig umlegen kann.
anders konfigurieren kann und eben diesen Funktions-Button dann auch mit einem als Hotkey da belegen kann. Also da gibt es eine ganze Latte an Möglichkeiten. Ich würde vielleicht gerne noch hinzufügen, wir hatten ja letztes Mal im Chat auch, da hat man ein gutes Feedback gekriegt und es gab auch Leute, die gesagt haben, bitte packt den Sensor nicht auf die Seite. Und es soll jetzt nicht so wirken, wir ignorieren das. Wir haben uns das wohl durchdacht, warum der da liegt, deswegen will ich das nochmal aufgreifen. Es gibt drei Positionen, wo man den Sensor hinmachen kann. Vorne unter das Display, hinten auf die Rückseite oder halt an die Seite. Vorne wollen wir das halt nicht so gerne oder macht es nicht ganz so Sinn, weil wir ja die zwei Displays haben wollen. Und so ein Sensor funktioniert nur bei AMOLED. Bei IPS funktioniert so ein Sensor unter dem Display nicht. Und außerdem, wir wollen ja nachhaltig sein. Das heißt, geht ein Display kaputt, auch wenn der Sensor noch heil ist, der ist ja dann mit dem Display verklebt, muss man den auch mit wegtun, mit recyceln. Das Rauslösen ist da nicht so einfach. Also von daher haben wir gedacht, okay, die ist nicht so optimal, die Position. Hinten wäre noch eine Position gewesen. Manche fanden es total cool, manche auch nicht so, aber wir hatten eigentlich echt gutes Feedback dazu. Allerdings, so wie wir das Gehäuse gerade planen, um die Wasserdichtigkeit hinzukriegen, macht der Sensor an der Seite nicht Sinn. Also hinten. Und deswegen, aus den ganzen Gründen haben wir überlegt, den wirklich auf die Seite zu machen. Aber ihr habt unser Versprechen, dass wir das richtig gut machen. Also den Sensor, wir haben auch überlegt, den Sensor nicht als Taste zu machen, sondern nur als Sensor. Damit ist da weniger Möglichkeiten, dass es kaputt gehen kann. Mhm. Und gucken, dass wir einen Sensor haben, der wirklich gut funktioniert, gut zu handeln, es breit genug ist und dann es auch kein Problem ist. Also wir achten auf die Qualität und würden damit jetzt erstmal evaluieren und die nächsten Schritte gehen. Ja. Lieferzeit gab auch eine Frage, die eben im Chat noch kam. Sind wir noch im Zeitplan? Also steht der Zeitraum Ende 2023 noch? Ja, ich glaube, das ist an dieser Stelle nicht so fest zu sagen, weil die vielen Schwierigkeiten oft verzögert das am Ende, weil dann Zertifizierungsprobleme entstehen oder weil in der Produktion auf einmal Zuliefererprobleme sind. Aber wir gucken, sobald es ersichtlich ist, dass Lieferverzögerungen kommen, euch das zu sagen. Das ist halt ein Entwicklungsprozess, wo wir euch mit reinnehmen, was uns wichtig ist, aber wir halten euch auf dem Laufenden über die Status. Genau. Also auch nach jetzigen Gesichtspunkten ist es so, dass wir gut im Zeitplan liegen. Das können wir auf jeden Fall sagen und bestätigen. Was noch kommt, ob nochmal eine Pandemie kommt und Lockdowns und was auch immer nochmal, das können wir natürlich nicht beeinflussen und das ist dann deshalb auch schwierig, Prognosen zu setzen. Aber laut jetzt, gerade aktueller Stand, liegen wir gut in der Zeit. Aber zum Thema Nachhaltigkeit, ich fasse das mal hier zusammen. Ja. Ist es überhaupt eigentlich noch fair, in China zu produzieren? Macht es nicht mehr Sinn, das in Deutschland zu machen? Ja. Gerade, das ist ja die Nachhaltigkeit, Kauf Nummer 1 bei Schifffahrt für manche Leute. Im Hinblick auf Transportwege und so ist es nicht besser, alles in der EU zu machen. Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, über die wir uns natürlich auch viele Gedanken machen, immer wieder. Die wir auch in schon unterschiedlichen Forschungsprojekten auch mit beleuchtet haben. Und wichtig ist da auch wieder, dass man das Gesamte im Blick hat. Wenn wir jetzt sagen, eine Endfertigung hier in Deutschland, das wäre überhaupt kein Problem. Wir haben im März war das, ne, haben wir 13 MI-Produktion hier bei uns im Office, also genau hier, wo wir jetzt sitzen, haben wir 13 MI produziert. Das ist überhaupt kein Thema, aber man muss die gesamte Lieferkette im Blick haben. Und wenn wir da eben reinschauen, sehen wir, dass viele Komponentenhersteller aus Asien sind. Und das Thema kurze Wege wurde ja in der Frage auch genannt. Und man muss im Blick haben, 90% des Verpackungsmülls bei einem Handy, bei einem Smartphone, die fallen in der Produktion an. Das heißt, der Endkunde, also das, was an Verpackungen jetzt letztendlich bei dem ankommt, ist gar nicht so relevant, sondern wichtig ist alles, was davor in den Produktionsprozessen passiert. Und da ist es wichtig, die kurzen Wege zu haben und der Blick in unsere Lieferkette, aber auch in die Lieferkette jedes Smartphone-Herstellers verrät, ein Großteil der Komponenten kommen aus China. Und deshalb haben wir gesagt, ist es im Moment der beste Kompromiss für uns, Fertigung in China und dann kommen die Geräte ohne Einwegplastik bei uns hier eben an. Wir können die an die Kunden weitergeben. Das ist im Moment der allerbeste Kompromiss. Es ist aber ein Kompromiss wie vieles im Leben tatsächlich. Dann die nächste Frage. Ist das schon Sonstiges? Mhm.
Danach, wir machen jetzt Sonstiges und danach gehen wir mal auf die Kamera. Ja, genau, da kommt die Kamera. Also es wurde mir von Ihnen auf eine ähnliche Frage geantwortet, dass die Implementierung des ASHA-Protokolls eigentlich geplant sei. Das ist richtig. Alle, die jetzt nicht wissen, was das ASHA-Protokoll ist, das hat was damit zu tun, die Kommunikation zwischen Smartphone und Hörgeräten. Also für Menschen, die eine Hörminderung haben, ist das ASHA-Protokoll ein Standard. Und das werden wir implementieren, kann ich schon so sagen. Ich sage noch mal ein, zwei Sachen zu den Sonstigen. Und zwar gab es noch die Frage, ob es eine Infrarot-LED geben wird zum Steuern vom Fernseher. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal beantwortet. Mögen wir lieber modular. Ja. Das andere Thema war das Thema Radio. Es gibt gar nicht so viele, also schon ein paar Leute, die das Radio haben wollen. Und ob es ein Radio auch über DAB Plus gibt, also das digitale Radio. Die Möglichkeit besteht. Platzmäßig müssen wir noch gucken, bauen wir es ein oder nicht. Aber wir evaluieren klar und die Möglichkeit könnte sein, dass wir es einbauen. Ja. Auch dann digital mit DAB Plus. Dann hat jemand geschrieben, was cool wäre, wenn vermutlich auch jetzt schon zu spät zum Implementieren eine Weitwinkelkamera eingebaut würde. Ist gar nicht zu spät, ne? Ist schon vorgesehen. Das können wir sagen. Es wird ein Weitwinkelkameramodul mit drin geben. Vielleicht kann ich kurz das sagen. Wir haben überlegt, hinten ein Dual-Kamera-Modul gemacht. Wir wollen das machen, was wirklich Sinn macht. Und deswegen haben wir dann so einen Fokus auf zwei Kameramodulen gelegt, Normalwinkel und Weitwinkel. Und das aber in einer möglichst guten Qualität. Also ich bin jetzt nochmal ganz hochgescrollt in die ersten Fragen. Das ist aber jetzt ein bisschen kunterbunt, aber ich könnte mir überlegen, was meint ihr dazu, wirklich ein Staccato nochmal rauszufeuern am Ende? Ich stelle die Fragen und ihr sagt ja oder nein oder vielleicht noch einen halben Satz dazu. Ja, hört sich sehr gut an, nach einem guten Plan. Wäre es möglich, dass die Display-Helligkeit manuell stärker reduziert werden kann, außerhalb des regulären Menüs, also in Bezug auf den Gebrauch abends? Ja. Ja. Wird es mit dem Release Shift OS, mit dem Release ist das Shift OL Lite schon verfügbar? Ja. Wir beginnen ja immer mit dem Shift OS Lite, mit der Entwicklung. Und dann setzen wir die alles andere auf. Deshalb ja. Ah, das war jetzt ein Halbsatz zu viel. Kann ich mit Bluetooth Hörgeräte verbinden oder geht das nur, wenn ich das Hörgerät an den Lautsprecher halte? Das hatten wir ja schon. Das Protokoll, genau. Die Leute wissen, worum es geht. Ja. Mich würde es eher interessieren, wie gut die Kamera ist. Und ich finde die App nicht gut von der Kamera. Habt ihr mir extra die App Open Kamera geholt? Dort war das Bild hell, in der Standard-App dunkel. Ist mir bewusst. Ich kann kurz sagen, wir wollen auf Kamera X aufsetzen. Kamera X ist das Framework von Google, was einfach ermöglicht, dass jegliche Anwendung im System auf die Native-Kamera-Sachen zugreifen kann und auch von den Algorithmen, die wir in die systemeigene App einbauen, auch zugreifen kann. Deswegen haben wir schon ganz früh angefangen, unsere eigene Kamera-App auf diesem Standard aufzubauen. Leider hat die Entwicklung von Google mit den ganzen Kamera-X-Feature ein bisschen gedauert. Das setzen wir um und genau, wir versuchen da noch was Gutes zu machen. Und optimieren das auch wieder. Genau. Es gibt dann hier nochmal Frage zu der Kamera, ob wir Zeitlupe mit unterstützen würden, also 240 Frames per Second steht hier. Wir werden Zeitlupe mit unterstützen. Und Zeitraffer, beides. Ist beides geplant. Genau, beides geplant. Aber Daniel ist mit Staccato dran. Achso, Entschuldigung, Daniel. Machen noch weiter. Ja, dann geht's weiter. Wird das Shift Phone 8 von extern neutral geprüft, zum Beispiel Stiftung Warentest oder andere? Bestimmt. Können wir nicht beeinflussen, also wenn wir es beeinflussen würden, dann wäre es ja manipuliert. Die machen es aber ohne uns zu fragen. Ja, tatsächlich. Beim 6MQ haben sie es auch gemacht und haben aber ein Gerät mit Beta-Software bestellt. Also die haben quasi beim Crowdfunding schon mitgemacht. Wir haben ja dann irgendwann, vielleicht erinnert sich der eine oder andere 6MQ-Vorbesteller, gesagt, hey, wir liefern schon aus. Software-Beta-Status noch nicht alles final. Haben es extra kommuniziert, haben ja dann auch den Widerrufsfrist verlängert, gesagt, hey, ihr könnt, bis wir die Software final haben, könnt ihr das Gerät noch zurückgeben. Und trotzdem haben die getestet leider. Also die tun das definitiv und haben uns auf dem Schirm. Da könnt ihr euch sicher sein. Und wir haben auch keine Lust, quasi Geräte an so Pseudotester zu geben, ne, die wir dann bezahlen oder sowas. Uns ist immer wichtig, dass es neutrale und gute Tests gibt. Deshalb
Ja. Das war ein langer Halbsatz. Entschuldigung. Ja, weiter. Der oder die Schweise fragt, kann ein Killswitch betätigt werden, während das Smartphone läuft? Zum Beispiel schnelles Mikrofon aktivieren, bevor man einen Anruf annimmt. Till Eulenspiegel, wo ich gerade GPS lese. Wie schaut es mit den verschiedenen Systemen aus? Also GPS, Galileo etc.? Ja, also Galileo, die ganzen modernen Satelliten sind mit drin. Und wir arbeiten auch noch an der Überlegung, ob wir eine Offline-Unterstützung reinkriegen. Mehr Infos dazu später. J. Holl, bekommt man das Backcover, wenn es wasserdicht ist, auch so schnell auf? Also das ist unser Wunsch, das wird schon die Dichtung mit drin haben. Also es wird, soll schnell aufgehen, auf jeden Fall, ohne Hilfsmittel und auch wieder schnell zu. Till Eulenspiegel, wurde nicht im ersten Talk gesagt, dass es eben Hot Swappability, sowas wie Apps auf SD installieren, erst verhindert? So habe ich das verstanden. Apps gehen nicht, also die ganze so, die Google hat halt die SD-Kartenunterstützung ausgebaut oder aus Sicherheitsgründen, also eingeschränkt mehr und mehr. Wofür die SD-Karte nach wie vor da ist, ist für Fotos, Videos, Musik und so weiter, also das Ganze, was viel Daten frisst. Aber wir sorgen auch schon dafür, dass der interne Speicher so groß ist, dass man den nicht für Speichererweiterung braucht, aber zum einfachen Transferieren von Daten und so weiter. Ja. Blubdidub, wird es beim OLED-Display einen batterieeffizienten AOD-Modus geben, Always-On-Display? Beim 6MQ hat der AOD-Modus 40% des Akkus verbraucht. Müssen wir abwarten. Wir optimieren es natürlich so performant, wie es geht. Aber haben wir im Blick. Blubdidub. Du sprachst sehr gute und viele Fragen. Das ist super, weil es spielt uns die Bälle zu. Habt ihr euch schon auf einen Chip-Hersteller CPU festgelegt und wollt ihr High-, End- oder Mittelklasse verbauen? Steht im Shop drin, also guckt auch nochmal die ganzen Spezifikationen auf der Shop-Seite. Packen wir so viel wie möglich rein und da ist halt der Chip-Hersteller Qualcomm. Ja, Qualcomm und Wissen ist eigentlich was zwischen High-End und Mittelklasse. Ne? Also es ist eine gehobene Mittelklasse, die wir jetzt benutzen. Aber steht alles im Detail auch in der Shop-Beschreibung. Werdet ihr die Antennen so wählen, dass man auch in den USA guten Empfang haben wird? Ja, es soll weltweit einsetzbar sein. Wir gucken, so wie es möglich ist, die Antennen auszustatten. Priorität hat natürlich erstmal der europäische Markt. Wir hatten ja erwähnt, 5G ist ein bisschen, braucht mehr Antennen, aber wir haben das im Blick und wollen das schon ermöglichen, dass es weltweit gut nutzbar ist. Ja. Welche Bluetooth-Audio-Codecs werden unterstützt? Bluetooth-8X ist natürlich drin, das haben wir standardmäßig, das haben wir beim 6MQ schon mit drin. Ja, eigentlich das gängige. Wird es einen Read-Sensor-Magnet in der Front geben, um das Ein- und Ausschalten des Displays bei Klapphüllen zu ermöglichen? Das glaube ich nicht vorgesehen. Bisher noch nicht vorgesehen, ja. Also das ist auch ein untergeordnetes Thema. Wenn Platz da ist, ist es denkbar. Bisher haben wir es nicht vorgesehen. Nehmen wir aber mal auf die Liste mit auf und evaluieren. Okay, da kommen noch, ich glaube, wir machen dann jetzt noch die letzten beiden Fragen. Wir haben 9:10 und dann schließen wir hier den Livestream und gehen dann über, oder? Würde ich vorschlagen. Ja. Wird es auch ein Spy Protection Glass geben? Das sind die, die von der Seite den Einblick, meine ich, gell, nicht erlauben. Haben wir bisher jetzt nicht vorgesehen? Ist nicht vorgesehen. Ich glaube auch, lässt sich besser lösen über eine Folie, die man drüber macht, oder ein Panzerglas, als das wirklich im Display zu implementieren. Sind die nicht teilweise auch zuschneidbar sogar, diese Folien, dass man da, oder? Ja. Bluetooth Low Audio wäre auch nett, wenn das möglich wäre. Ja, ist in Planung. Okay, wir sind durch. Dann machen wir hier die Fragerunde, machen wir hier einen Punkt dran. Danke auch für, es gab immer wieder positives Feedback auch von euch jetzt heute im Chat, weil das ist schon so, dass wir natürlich viel Feedback bekommen. Manches ist natürlich aber auch, man ist ja halt so gepolt als Mensch, was halt nicht funktioniert. Deswegen ruft man dann an beim Support. Deswegen freuen wir uns umso mehr und geben das auch an unsere Mitarbeiter, Kollegen weiter, was ihr an uns schätzt. Und also das freut uns immer wieder, wie ihr uns aufnehmt, wie ihr uns wahrnehmt und dass ihr auch erkennt und anerkennt, dass wir uns da wirklich auch Mühe geben mit unseren Produkten und mit dem, was wir für euch, für uns alle an Produkten realisieren wollen. Das hast du sehr schön gesagt, Daniel. Ich würde da gerne noch einen
Jens einen längeren Halbsatz zu sagen. Jetzt darfst du wieder. Ja, jetzt darf ich wieder, ne? Oh, du hast mich mit Staccato eingeschränkt. Ich finde, mich begeistert das total, muss ich sagen, dass wir so viel Feedback bekommen. Und ich glaube, uns ist mittlerweile allen klar, dass man Wandel und Veränderung nie alleine, das kann nicht ein Hersteller alleine oder sowas. Das müssen wir als Gesellschaft gemeinsam tun. Und manchmal frustriert mich das, wenn ich irgendwie in die Politik gucke oder in andere Bereiche gucke, wo ich denke, boah, die Sachen laufen so zäh und so langsam. Und man könnte so viel mehr tun und dann hetzen die Leute eher gegeneinander, als dass man irgendwie miteinander versucht, eine gute Lösung zu finden. Und es begeistert mich total, dass wir so als Shift-Community so einen Weg gefunden haben und auch immer noch auf dem Weg so sind, da so ein gemeinsames Vorangehen zu finden und so ein konstruktives Miteinander. Ich finde, das ist was absolut Besonderes, gerade in unserer heutigen Zeit, sodass wir konstruktiv miteinander zusammenarbeiten können. Und das macht mich total glücklich. Danke für eure beiden schönen Kommentare. Das würde ich gar nicht noch mit anderen Sachen ergänzen, sondern das habt ihr echt toll gesagt, mir aus dem Herzen gesprochen. Jan, vielen Dank, Manuel, für eure Unterstützung und das ganze Team, was auch teilweise noch zuguckt. Ja. Danke für das und die Unterstützung, dass ihr uns den Rücken frei haltet für den Support. Jetzt habe ich doch schon was. Egal, das war echt schön und das geht weiter im Livestream, also genau. Nach dem Livestream im Chat. Bis gleich. Ciao. Tschüss. Shift happens.